Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Themenblocks zur No Single Buyer Rule im deutschen Profifußball. Nachdem wir uns im ersten Teil des Videos mit dem grundlegenden Aufbau des Marktes für TV-Übertragungen von Spielen der ersten und zweiten Bundesliga beschäftigt haben und die unterschiedlichen wettbewerblichen Bedenken dargelegt haben, geht es nun im zweiten Teil des Videos um die Einführung und den Inhalt der No Single Buyer Rule und die Konsequenzen für den Markt. Im Jahr 2016 hat das Bundeskartellamt einen Beschluss verabschiedet, nachdem sich die DFL ab der Saison 2017-18 selbst dazu verpflichten soll, eine No-Single-Buyer-Rule bei der Vergabe der audiovisuellen Verwertungsrechte zu implementieren. Eine ähnliche Regelung gab es erstmals in der englischen Premier League nach einer Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2003. Und mittlerweile gibt es auch in einer dritten großen europäischen Liga, der Serie A in Italien, eine ähnliche Regelung. In Deutschland darf demnach kein Medienanbieter mehr alleine alle neuen Rechte zu den Live-Übertragungen von Spielen aus erster und zweiter Bundesliga erwerben. Das bedeutet, dass mindestens ein zweiter, unabhängiger Medienanbieter mindestens eines der Pakete erwerben muss. Das Bundeskartellamt erhofft sich davon, dass die Wettbewerbshemmnisse auf vertikaler Ebene abgeschwächt werden. Durch diese angestrebte Förderung des Wettbewerbs auf Ebene der Medienanbieter erhofft man sich beim Bundeskartellamt somit auch mehr Innovationen, das heißt neue Vertriebswege, neue Kameraeinstellungen und den Einsatz von Co-Kommentatoren. Laut Aussage von dem Präsidenten des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, soll es somit auch zu mehr Produktvielfalt kommen und insbesondere neue Produkte entwickelt werden. Beispielsweise kann es ja der Fall sein, dass es Konsumenten gibt, die gar nicht alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga schauen wollen, sondern beispielsweise nur freitags Zeit haben, um ein Spiel der Bundesliga zu schauen. So, für diese Zuschauer könnte eine No-Single-Buyer-Rule sogar besser sein als vorher. Um die Konsequenzen der Einführung einer No-Single-Buyer-Rule analysieren zu können, schauen wir uns zunächst die Marktsituation vor ihrer Einführung an. Im Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sky Deutschland der alleinige Erwerber an TV-Übertragungsrechten zu Spielen der ersten und zweiten Bundesliga. In der letzten Saison 2016-17 konnte man dabei für einen Preis von 19,99 Euro pro Monat alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga schauen. Alle anderen Medienanbieter hatten in diesem Zeitraum überhaupt keine Übertragungsrechte und konnten ihren Zuschauern somit auch keine Spiele anbieten. Dies änderte sich zur Spielzeit 2017-18 und die damit verbundene Einführung der No-Single-Buyer-Rule. Sky hatte jetzt nur noch insgesamt 6 TV-Rechte-Pakete erworben, ein weiteres wurde durch Eurosport erworben und ein 8. durch einen Free-TV-Sender. Ein 9. Rechte-Paket wurde überhaupt nicht mehr ausgeschrieben, da die ersten 8 Rechte-Pakete nicht alle an einen Medienanbieter gegangen sind. Sky änderte allerdings nicht seinen monatlichen Abonnementpreis, das heißt die Fußballfans mussten weiterhin 19,99 Euro pro Monat zahlen, konnten jetzt allerdings nicht mehr alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga mit diesem Abo schauen. Eurosport bietete sein Abo für 4,99 Euro pro Monat an, sodass im Endeffekt durch die Einführung der No-Single-Buyer-Rule deutsche Fußballfans ungefähr 5 Euro mehr Kosten pro Monat hatten. Knapp 2 Jahre nach Inkrafttreten der No-Single-Buyer-Rule hat deswegen Christian Seifert, Präsident der Deutschen Fußballliga, Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Regelung geäußert. Das Bundeskartellamt und dessen Präsident Andreas Mundt verteidigen die Regelung allerdings und weisen darauf hin, dass es Zeit brauche, bis sich richtiger Wettbewerb entfalten könnte. Eine Problematik dabei ist die Einteilung der gesamten Übertragungsrechte in die einzelnen Rechtepakete. Die Europäische Kommission hat in ihrem Statement 2003 die englische Premier League darauf hingewiesen, dass ein wichtiger Punkt bei der Implementierung der No-Single-Buyer-Rule ist, dass die einzelnen Pakete gleichmäßig sind. Das heißt insbesondere, dass sie eine ähnliche Anzahl von Spielen beinhalten, dass somit jeder Wettbewerber, der ein Rechtepaket erwirbt, auch wirklich ein ausgewogenes Bild des gesamten Saisonverlaufs wiedergeben kann. Bei Betrachtung der Rechtepakete in Deutschland fällt allerdings auf, dass diese Gleichmäßigkeit zwischen den einzelnen Rechtepaketen nicht wirklich gegeben ist. Zwar stehen die einzelnen Spielpaarungen bei Vergabe der Rechte noch nicht fest, allerdings herrschen schon gravierende Unterschiede hinsichtlich der Anzahl sowie der Anschlusszeiten der einzelnen Spielpaarungen. Beispielsweise gibt es mit dem Paket A ein Paket, was
nur 30 Freitagsspiele pro Saison beinhaltet und zusätzlich noch 10 sogenannte Entlastungsspiele, die am Sonntagnachmittag oder am Montagabend stattfinden. Im Gegensatz dazu gibt es mit dem Paket C ein Paket, was insgesamt 176 Spiele beinhaltet, die alle am Samstagnachmittag oder teilweise auch in sogenannten englischen Wochen stattfinden. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen Unterschied, insbesondere was die Anzahl der Partien in diesen beiden Spielen angeht. So kam es dann dazu, dass bei der Ausschreibung für die Saisons 2017-18 bis 2020-21 mit Eurosport zwar ein zweiter Medienanbieter ein Rechtepaket erwerben konnte, allerdings war dieses Rechtepaket das Paket A, was hinsichtlich der Anzahl der Spiele sowie der Exklusivität mit Sicherheit das schwächste der Pakete ist. Fans, die alle Spiele ihrer Lieblingsmannschaft in einer Saison gerne live verfolgen wollen, müssten nach dieser neuen Regelung jetzt also 2 Abonnements kaufen, sodass die Kosten für die Konsumenten in der Regel gestiegen sein sollten. Zwar gibt es hierfür in Deutschland noch keine empirische Evidenz, da die Preissetzung teilweise sehr heterogen ist. Allerdings zeigt ein Blick aus England, dass es dort eine Studie von Butler und Massey aus dem Jahr 2018 gibt, die zeigt, dass in England oder bezogen auf die Premier League durch die Einführung einer No-Single-Buyer-Rule der Preis pro Spiel, also der effektive Preis, angestiegen ist. Es stellt sich also die Frage nach alternativen Eingriffsmöglichkeiten für die Wettbewerbsbehörden. Eine erste Möglichkeit wäre dabei die Anpassung der No-Single-Buyer-Rule, dass man also eben eine gleichwertige Paketestruktur sicherstellt. Eine etwas drastischere Möglichkeit wäre, dass man die Exklusivität der Spiele aufhebt. Das würde bedeuten, dass mindestens 2 Anbieter das gleiche Spiel live übertragen könnten und die Konsumenten am Ende zwischen 2 Angeboten, die wirklich dasselbe Spiel übertragen, auswählen könnten. Eine dritte Alternative wäre, dass man sogenannte Sublizenzen vergibt. Das würde bedeuten, dass zwar nur ein Anbieter alle Rechte erwerben würde an den TV-Übertragungen der Spiele der ersten und zweiten Bundesliga, dass dieser Anbieter dann aber sogenannte Sublizenzen verteilt und ein zweiter Anbieter dann auch noch Spiele der Bundesliga übertragen könnte. Letztlich wäre eine vierte Alternative, dass das Bundeskartellamt die Zentralvermarktung insgesamt untersagt und eine Einzelvermarktung herbeiführt. Das würde bedeuten, dass die 36 Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga ihre Spiele individuell vermarkten würden. Das würde zwar auf der einen Seite Wettbewerb zwischen den einzelnen Vereinen herbeiführen, auf der anderen Seite würden somit die Bündelungsvorteile einer Zentralvermarktung verloren gehen. Bei allen 4 Alternativen ist allerdings darauf hinzuweisen, dass auch diese Alternativen gewisse wettbewerbsökonomische Bedenken hervorrufen können. Laut dem führenden Informationsdienstleister im Sportbusiness Sponsors plant die DFL deswegen für den nächsten Vergabezyklus Anpassungen vorzunehmen. Sie will demnach dem Bundeskartellamt vorschlagen, dass die No-Single-Buyer-Rule wieder aufgehoben wird und es dann nur noch 4 verschiedene Rechtepakete gibt, die alle vom selben Medienanbieter erworben werden könnten. Sollte dies der Fall sein, dass beispielsweise Sky alle 4 Pakete erwirbt, müssten allerdings 2 von diesen 4 Paketen erneut ausgeschrieben werden und dann dürfte Sky bei diesen Paketen nicht mehr mitbieten. Andere Medienanbieter könnten dann auch diese Pakete bieten, allerdings werden diese 2 Pakete dann nicht mehr für Kabel- und Satelliten-TV ausgeschrieben, sondern nur für Web-TV und für mobile TV. Es ist allerdings fraglich, ob das Bundeskartellamt diesen Vorschlag durch die DFL annehmen wird. Meiner Meinung nach ist aber außer Frage, dass es auf jeden Fall Nachjustierungen bei der kommenden Auktion geben sollte. Empfehlenswert wäre insbesondere eine gesetzliche Definition der einzelnen Rechtepakete, damit dort eine Gleichmäßigkeit hergestellt wird. Laut Monopolkommission wäre es darüber hinaus sehr gut, wenn allgemeine Grundsätze zur Zentralvermarktung auf europäischer Ebene definiert werden, damit im internationalen Vergleich keine Vereine bei der Vermarktung benachteiligt werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch.